Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Vlog-Serie und zwar von der MSC Seafew, dem brandneuen Schiff von MSC Kreuzfahrten. Der Niklas steht jetzt da hinten und wackelt behindert mit seinem Kopf rum und versucht mich aus dem Takt zu bringen, schafft aber nicht. So, was machen wir hier? Wir fahren eine Woche mit der Seafew durch das Mittelmeer. Das ist unsere Kabine, eine Balkonkabine. Da gibt es auch nochmal ein separates Video dazu. Ihr werdet mich wahrscheinlich in der Woche nur relativ wenig sehen. Niklas macht hier die komplette Vloggeschichte. Er geht von Bord. Ich kenne die ganzen Destinationen. Ich werde nicht von Bord gehen, werde ganz viel von Bord mitbringen. Und ja, so teilen wir uns den Job ein bisschen auf. Und ja, wir starten jetzt erstmal mit einem gemütlichen Essen. Wir haben jetzt 3 Uhr, sind gerade angekommen. Heute Morgen um 6:30 aus dem Haus. Und so ein bisschen Hunger hat man dann schon, weil Eurowings hat ja nach wie vor nur die kleinen Sandwiches. Die schmecken allerdings herausragend. Heute ein Käse mit Pesto war sehr, sehr gut. Allerdings sind wir auch wieder eine Stunde später losgeflogen, so kenne ich es eigentlich auch nicht anders von Eurowings. Irgendwie ja, habe ich immer das Pech, dass es ein bisschen länger dauert. Aber gut, wir sind heile angekommen, haben uns ein Taxi geschnappt, 39 Euro hat es gekostet. Dauert normal 20 Minuten, wir standen auch schön im Stau, haben insgesamt irgendwie eine Dreiviertelstunde gebraucht, aber war alles cool, alles gut. Ja, Wetter ist Bombe, wir haben hier locker 30 Grad, macht Spaß und ja, wie gesagt, ich gebe ab an Niklas, ich gehe jetzt ein bisschen was essen, nehme Niklas allerdings noch mit, sonst heult er rum, dass er nichts zu essen kriegt und so nichts arbeiten kann. Und ja, dann macht an dieser Stelle Niklas mal da. Macht's gut, ciao, ciao. Ja, dann übernehme ich doch, wie Pascal gesagt hat, direkt mal. Wir waren jetzt eben einmal essen, oben auf Deck 16 am Heck. Ich habe den Namen vom Restaurant schon wieder vergessen, kriegt ihr bestimmt noch ein paar Mal genannt die Woche. Ich habe gegessen einmal Tortellini mit einer Soße, die nicht beschrieben wurde. Und dann einmal Pasta mit einer Knoblauchsoße mit Tomaten, Kapern und Oregano. Buffet echt lecker, war richtig gut. Und danach haben wir uns schon ein wenig auf dem Schiff umgeschaut. Wir müssen jetzt gleich schon zur Seenotrettungsübung, ist schon 4:45 und dann machen wir uns dann schon langsam ans Abendprogramm, das muss ich mir vorher anschauen und danach geht es dann weiter. Seenotrettungsübung hat jetzt nicht allzu lange angedauert, das waren nur ein paar Minuten. Danach habe ich probiert, mich ein bisschen zurechtzufinden. Oh, Schafe. Das hat nicht so gut geklappt. Ich war jetzt zuletzt auf der Medi und auf der Berlin. Das war alles ein bisschen übersichtlicher. Das ist hier viel verwinkelter. Ich komme noch nicht ganz so zurecht. Und jetzt haben wir auch schon kurz vor 7. Und gleich werden wir auslaufen. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Danach Abendessen. Viel Spaß. What you do, you know that all I think about is you. Say the things you say, I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, inside my head, and you never come now. I don't know what you do to me. Stay all night, baby, all night, baby, all night, all night, baby, all night.
Ich melde mich noch einmal aus der Kabine. Ich sagte, wir machen ein Kabinenvideo, machen wir nicht. Ich verlinke euch hier oben das Kabinenvideo von Melanie. Die hat ja ein komplettes Kabinenvideo gemacht von einer Balkonkabine der MSC Seaview. Wir haben im Prinzip nichts anderes, außer dass bei uns die Betten auseinanderstehen. Das kann man bei der Buchung angeben. Das habe ich getan, dass sie die Betten trennen sollen. Jetzt haben wir hier ein Einzelbett. Da haben wir ein Loch und da haben wir noch ein Einzelbett. Also wenn ihr aus welchen Gründen auch immer nicht mit eurem Kabinennachbar in einem Bett schlafen wollt, dann könnt ihr euch das so trennen lassen wie bei uns. Wenn der Niklas jetzt rüberrollt, dann fällt er ins Loch und ich schaue dann nochmal oben drauf und habe dann immer noch meine Ruhe. Ja, also wenn ihr einzeln schlafen wollt, könnt ihr die Betten auseinander schieben lassen. Ich kenne so ein paar Leute, die machen das auch immer ganz gerne selber, dass sie die Betten auseinander schieben. Und ja, ich wollte euch nur mal zeigen, dass das auch geht, wenn ihr das wollt. Könnt ihr also beim Check-in bei MSC Kreuzfahrt im Backend innerhalb der Buchung eingeben, da auch wo ihr auch die Tischzeiten angeben könnt, ob ihr zur ersten oder zweiten Tischzeit wollt. In demselben Fenster habt ihr die Möglichkeit, die Betten auseinanderstellen zu lassen. Ja, das war's auch schon wieder. Tschö, tschö. Das war's auch schon wieder aus Barcelona, denn die MSC Seaview nimmt jetzt Kurs auf Marseille. Da werden wir morgen anlegen. Ich gehe jetzt zum Abendessen. Ihr seid dabei diesmal. Muss ich mir angewöhnen. Schaffen wir. Viel Spaß. I've been going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me, got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark, glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. You're like a firefly, guide me out of the woods now. Ich habe eine total geile Ecke gefunden, und zwar in der Sportsbar habt ihr so kleine geile Action sozusagen. Da habt ihr einen eigenen Fernseher und habt dann hier so einen Platz für 3-4 Leute. So eine runde Couch. Und da könnt ihr euch da hinsetzen und wunderbar Fußball schauen. Ja, da ist der Kollege Buffon, der ist auch nicht bei der WM. So wie die deutsche Mannschaft, die ist ja auch nicht mehr da. Auf jeden Fall, wenn ihr auf der Seaview Seaside seid, habt ihr eine total geile Sportsecke. Da könnt ihr mit ein paar Kumpels hier ganz gechillt alleine sitzen, ohne die große Masse irgendwie dabei zu haben. Das ist gefühlt wie zu Hause auf dem Sofa. Ja, coole Sache. Das war einmal Pascal mit dem Sport. Jetzt kommen wir zum Essen. Also, wir haben heute im Silver Dolphin gespeist. Ich rede jetzt wieder normal, ganz einfach. Ihr werdet vor eurer Reise in die Hauptrestaurants eingeteilt, ich meine Beistück, lasst mich lügen. Bekommt einen Tisch zugeteilt, eine Tischzeit zugeteilt. Wenn es euch nicht passt, könnt ihr das alles korrigieren lassen. Wir haben die zweite Tischzeit, 7:45. 3 Gänge, Vorspeise gab es Rohschinken mit Melone. Einmal schauen. Super. Dann, Hauptspeise gab es ein Indian Butter Chicken. Das ist ein Hähnchen mit chinesischem Curry. War super lecker, haben die super gut gemacht. Und zum Nachtisch gab es für mich Eis und Sorbet. Hat auch fantastisch geschmeckt, hat aber, glaube ich, meinen Kalorienbedarf heute um das 8-fache gesprengt. Egal, war alles super, hat geschmeckt, war gut. Und ja, jetzt mache ich mich so ein bisschen ans Abendprogramm. Ich schaue, was hier noch an Bord passiert. Habe jetzt nicht genau noch was geplant. Ich will mir vielleicht die Show nachher noch anschauen. Ansonsten ist es noch ein bisschen kennenlernen, bisschen schauen, was abends passiert, schauen, wie lange es geht. Ja, ihr seid dabei. Ihr werdet sehen. Viel Spaß. Ich habe noch eine ganz interessante und spannende Sache. Wir haben ja relativ viele Geräte dabei, die wir mal aufladen müssen. Und das passiert meistens, wenn wir nicht in der Kabine sind. Das Problem bei der Seaview ist allerdings dieser Apparat.
Wie ihr seht, steckt da gerade meine Kabinenkarte drin. Wenn ich die rausnehme, dann geht hier der Strom aus. Ihr seht, es leuchtet hier grün. So, normal habe ich immer meine Gesundheitskarte drin und da sagt er, nein, das funktioniert nicht, das mache ich nicht. Muss die Kabinenkarte wieder rein. Zack. So, das heißt, wenn ihr aus der Kabine rausgeht, nehmt ihr eure Karte mit und habt demnach keinen Strom mehr. Ich habe das so gelöst. Ich habe mir das Armband geholt, das MSC For Me Armband. Damit könnt ihr bezahlen, die Kabinentür aufmachen und so weiter und so fort. Ihr könnt allerdings nicht von Bord gehen mit dem Armband, aber könnt, solange ihr an Bord seid, mit dem Armband eigentlich alles machen und so die Kabinenkarte im Slot stecken lassen. Ja, so mache ich das jetzt. Simply the best. Was mir besonders gut gefallen hat, ist diese Vielzahl an Sängern und Tänzern, sodass es nicht einstimmig wird oder irgendwie eintönig. Es war vielseitig, war eine gute Show, war gesanglich stark, tänzerisch stark, rundum wunderbar. Jetzt sag ich schon mal gute Nacht und ihr schaut euch das Nachtleben auf der MSC Seaview an. Viel Spaß! Yeah!
wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute mit der MSC Seaview in Marseille. Ja, was steht an? Wir gehen jetzt frühstücken. Und ja, Niklas, der wollte nachher dann mit dem Bus rausfahren nach Marseille, sich Marseille anschauen. Ich bleibe an Bord, hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, dass ich wahrscheinlich gar nicht rausgehe, in gar keinem Hafen. Und ja, Niklas war jetzt auf der MS Berlin, hat da so einen Workshop gemacht und jetzt hat er gedacht, er tut dem Kabinensteward auch was Gutes. Und ja, schaut selber, sieht ein bisschen bescheuert aus, was er da macht, aber er glaubt, das ist cool. Das ist ein Schwan. Der Niklas versucht hier einen Schwan zu bauen aus seiner Bettdecke. Da, guck. Sieht aus wie ein Schwan. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll mal sein Bett ordentlich machen. Das sieht aus wie die Sau hier. Und dann hat er angefangen, einen Schwan zu bauen. So, wie gesagt, wir gehen jetzt ins A la carte Restaurant erstmal frühstücken. Und dann schmeiße ich Niklas raus und schaue mich mal ein bisschen an Bord um. Wir sind zurück vom Essen. Wir waren im Golden Sand Restaurant auf Deck 5 im Heck. Ging super schnell. Ich glaube, ja, 35 Minuten, da waren wir fertig. Wir hatten bestellt Egg Benedict, Omelette und so ein MSC Mixed Teller. Da war dann auch Omelette drauf und ein bisschen Kartoffeln und sowas. Ja, war sehr lecker. Es gab Unmengen an Trinken. Es gab Orangensaft, es gab Multivitaminsaft, es gab Tomatensaft, Kaffee gab es auch. Ja, waren super viele Kellner da, nur wenige Gäste, ging ratzfatz, alles super schnell, super gut geschmeckt. Ja, und jetzt drehe ich meine Runde an Bord. Niklas steht gerade unter der Dusche und wird danach nach Marseille rausgehen. Ja, mal sehen, was der Tag so bringt. Ich mache, wie gesagt, hier so das Sportleben ein bisschen. Und ja, heute Mittag gibt es Fußball und heute Abend auch, freue ich mich sehr drauf. Die Sportsbar habe ich euch gestern gezeigt, dieses kleine Kapu, vielleicht kriegen wir da so ein kleines Ding. Und ja, mal schauen. Ich bin jetzt in Marseille angekommen, habe mich jetzt erstmal hier ein bisschen im Schatten versteckt. Also es ist so, im Hafengebiet passiert nicht viel. Ihr müsstet in die Stadt 8 Kilometer laufen. Und auf dem Weg gibt es nichts zu sehen. Also habe ich mich entschlossen, den Shuttle von MSC anzunehmen. Der kostet 15,90 Euro. Da könnt ihr hin und zurück fahren. Die fahren alle Viertelstunde. Und ja, jetzt schauen wir uns mal Marseille an. Viel Spaß. Und nach 50 Metern haben wir schon den ersten Stop. Denn hinter mir haben wir einmal das World Trade Center der Stadt. Und es ist schon wieder ätzend heiß. Ich glaube, wir haben bestimmt wieder 27, 28 Grad. Aber ich bin eingecremt. Das läuft. Ich bin jetzt hier einmal im alten Hafen von Marseille. Er wurde im 6. Jahrhundert gebaut, war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auch wirtschaftliches Zentrum der Stadt. Schauen wir uns ihn mal näher an. War doch schon mal ein guter Anfang. Das ist echt ein schöner alter Hafen.
viele, viele, viele Schiffe. Deswegen sieht es auf den Bildern dann leider etwas unübersichtlich aus. Aber jetzt geht es weiter zur Kathedrale Notre Dame. So, während ich hier... Ach nee, so sollte ich nicht mehr sagen am Anfang. Also, während ich auf dem Weg bin zur Kathedrale, noch ein paar Ergänzungen. Also ist folgendes: Marseille wurde mit dem alten Hafen im 6. Jahrhundert gegründet, ist die weitgrößte Metropole Frankreichs und verfügt über den fünftgrößten Hafen in Europa. Ja, das war's dann auch schon wieder. Wir laufen weiter. Da ist sie schon, die Notre Dame de la Garde. Nur noch 4 Millionen Treppenstufen entfernt. Geil. Nee, ist okay. Ist zwar warm, aber aufsteigen macht Spaß. For the long run now, red Corvette and my drop top down, calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I rock someone, falling and I'm a whip, yeah, out in fat fast, going hard in the pit, yeah, yeah, I still ball on the pitch, yeah, something wrong with the picture. Ja Mensch, von hier oben, also vom Weg nach oben, kann ich da hinten, ihr werdet sie nicht sehen, sie ist zu klein, die MSC Sea View sehen. Und irgendwie sieht der Weg von hier gar nicht so weit aus. Ich glaube, das probiere ich nachher mal aus. Mal schauen. To my friends like that's something that I'm used to. I never cash else, I just wanted him to lose you. Damn, puffing on that bush and Uncle Sam's. Would've thought that he would understand. And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Something is wrong with the way and I don't know why. Why you need to lie. Something is wrong with the way and I don't know why. Das war's auch schon wieder von hier oben, von der Wallfahrtskirche Notre Dame de la Garde. Ein paar Infos noch dazu. Also sie steht auf einer Anhöhung von 161 Metern, wurde im 17. Jahrhundert erbaut und hat jährlich über 2 Millionen Besucher. So viel dazu. Moment, das war gelogen. Wurde 1853 gebaut, nicht im 17. Jahrhundert. Ist wahrscheinlich die Sonne, die mir schon wieder den ganzen Tag auf die Birne brennt. Es ist jetzt ungefähr 12 Uhr, ich bin gerade wieder auf dem Weg nach unten. Die Treppen sind nicht unbedingt angenehm zu laufen. Also, wenn ihr vielleicht nicht so fit auf den Beinen seid, Taxi. Ich habe zwar keinen Preis, aber Taxi. Klappt auf jeden Fall. Ich versuche jetzt noch von hier unten ein bisschen die Kirche zu fotografieren, die Notre Dame de la Garde. Dann geht's noch mal runter in die Stadt und ich schau einmal, ob man vielleicht zur Sea View rüberlaufen kann. Aber ich habe eben gesehen, dass dieser Pfad, der da entlang führt, hier unten scheinbar aufhört. Das bedeutet, es würde doch keinen überraschenden Weg geben, sondern der Shuttle ist immer noch die beste Option. So schaut's aus. Bis später. You were getting busted.
das war's von mir aus der Stadt. Ich mache mich auf zum Shuttle und fahre zurück zum Schiff. Wollen wir uns doch mal vor dem Auslaufen noch ein wenig an Bord umschauen und schon wieder zurück und schauen, was hier so passiert. Viel Spaß! Ja, so wirklich viel ist nicht passiert. Deshalb habe ich mich dann noch mal ein bisschen hingelegt, die erste Hälfte vom Fußball geschaut. Ja, jetzt gehe ich kurz zum Ausflugsbüro, denn eigentlich sollen die Ausflugstickets für Genua schon da sein. Habe ich aber noch nicht auf die Kabine bekommen. Frage ich mal nach, danach gibt es das Auslaufen. Nach Genua. Das Auslaufen war jetzt wenig spektakulär. Bleib mal kurz stehen. War wenig spektakulär, dennoch schön, weil das Wetter mitgespielt hat. Heute Abend mache ich es relativ spontan. Ich schaue mir nichts Bestimmtes an. Ich gehe rum, filme, schaue, was passiert. Und ja, dann sehen wir uns zum Abendessen wieder. Bis später. Einmal das Abendessen und der Sonnenuntergang. War auch heute das Essen mal wieder super lecker. Ach nee, ich muss stehen bleiben. Licht ist hier nicht so gut, wenn ich laufe. Ich stelle mich mal eins weiter. Hier ist der Stuart. Also Essen war super lecker. Ich habe es jetzt aber eilig, denn ich habe deutsche Musik gehört. Das klingt nach einer Schlagerparty. Da gehen wir jetzt hin. Hey, don't step in the ring, I'm gonna make it feel cool.
wieder von mir für heute. Ui, werd mal scharf. Ja, das war das Abendprogramm. Es hat sich gut aufgeteilt. Es verläuft sich wirklich sehr gut hier. Hier wird gefeiert, da wird gefeiert, dort wird getrunken, hier wird gespielt. Sollen sie alle machen. Ich muss morgen früh raus. 6:30 legen wir an in Genua. Und deshalb werde ich mich jetzt in die Nachtruhe verabschieden und wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen aus Genua. Ja, Frühstück habt ihr gesehen, gab Muffin und Ei Benedict, Egg Benedict, wie ihr wollt. Ja, zum Terminal muss ich sagen, das ist bis jetzt das schönste, schickste Terminal, was ich bis dato gesehen habe. Das ist echt cool, das sieht gut aus, macht richtig was her. Und ja, ach ja, bevor ich es vergesse, heute ist Schwesterntreffen. MSC Fantasia ist auch hier. Die steht da um die Ecke, die nehme ich euch jetzt auf und dann gehen wir in die Stadt. Viel Spaß. Das war einmal die Piazzetta Don Bruno Venturelli. Ja, muss ich ablesen, kann man sich so nicht wirklich merken, als nicht Italiener. Ich würde gerne reingehen, die sieht echt gut aus, aber wir haben heute Sonntag. Das heißt, da ist gerade ein Gottesdienst, deswegen werde ich nicht reingehen, werde die Leute nicht stören und wir gehen weiter. Hier hinter mir seht ihr einmal La Lanterna. Ich würde gern noch näher rangehen, aber ich stehe jetzt schon wieder hier auf einer Brücke. Wir haben eine Entfernung von 450 Metern, aber wenn ich navigieren möchte, sind es auf einmal 3 Kilometer. Ja, abgesehen davon, ist auf der anderen Seite der Stadt quasi. Also ich würde gerne wieder ins Zentrum, deswegen laufe ich da jetzt auch rüber. Er macht auch erst um 14.30 Uhr auf, also lohnt es sich sowieso nicht für mich dahin zu laufen. Schade um die Bilder, aber ja, habe ich jetzt keine andere Lösung für. Das ist auch nebenbei der größte Leuchtturm Europas mit 76 Metern Bauhöhe. Jetzt gehen wir mal wieder in die Stadt und schauen uns da um. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been.
für die Aussicht hat es sich doch echt gelohnt, nochmal auf die andere Seite des Hafenbeckens zu gehen. Kriegt man die beiden nochmal super drauf. Aber ich bin gerade irgendwie auch ziemlich fertig schon. Wir haben jetzt 1 Uhr. Um 5 legen wir ab. Das heißt, ich muss um 4:30 spätestens wieder an Bord sein. Ich glaube, so lange halte ich gar nicht durch. Also ich suche mir jetzt erstmal einen Supermarkt und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Also es gibt hier natürlich noch das Aquarium. Dann könnte man, wenn man es wollte, zum Leuchtturm. Aber da war ich ja heute Morgen, da bin ich irgendwie nicht hingekommen. Auf Aquarium weiß ich nicht. Also das Sea Life beim letzten Mal, das hat mich irgendwie so enttäuscht, dass ich da so ein bisschen verstört bin von. Also ich glaube, Aquarium will es auch nicht. Ja. Erstmal weiter umschauen, Supermarkt suchen, dann werden wir es sehen. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been. Knapp 34 Grad hatten wir zwischendurch. Ich habe jetzt ehrlich gesagt erstmal genug von Sonne. Halb bei haben wir. 17 Kilometer habe ich hingelegt. Langt mir jetzt auch. Ich gehe wieder rein. Wir laufen aus Genua aus. Auf nach Neapel. Sail Away Party läuft auch schon. Schauen wir uns beides an. Viel Spaß. Follow every step, every road, every single trace.
ja, schnelle Zusammenfassung. Wir haben Genua verlassen. Sail Away Party ist durch. Und Russland hat Spanien aus dem Turnier geworfen. Ihr schaut euch mein Abendessen an. Danach sehen wir uns wieder. Lasst es euch schmecken. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been. Naja, also so ein richtiges Abendessen war es jetzt nicht. Aber ich hatte auch keinen richtigen Hunger. Von daher haben die beiden Stücken Pizza schon gelangt. Das war schon in Ordnung. Der Sonnenuntergang war aber super, ihr habt ihn gesehen. Und ja, ich würde behaupten, ich verabschiede mich einfach jetzt schon in die Nacht. Ihr schaut euch die letzten Bilder an. Viel Spaß, gute Nacht und wupp, bis morgen. Morgen von der MSC Seaview. Gegessen habe ich schon, habt ihr gesehen. Ja, jetzt, wir legen erst um 13 Uhr in Neapel an. Und ja, wir schauen uns einfach mal um, was so passiert. Eben habt ihr gesehen, Tischtennisturnier. Da hinten kommt die Costa Fatimosa. Ich kenne ihr Ziel nicht, irgendwo bei uns in der Nähe, vielleicht auch Neapel. Gut, schauen wir mal. It's too late now, 'cause I'm growing old, but I need you to deal with my sorrow. Just a memory, just a broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Disney Magic war schon da, dann haben wir uns dazu gesellt, im Anschluss kam noch Costa Fatimosa, also sind jetzt alle da und wir können loslegen. Für mich geht es in
anderthalb Stunden auf dem Ausflug in die alte Stadt Pompeji haben wir jetzt spontan gebucht. Ich bin gespannt, ihr werdet dabei sein. Kurz vor drei ist es. Jetzt mache ich mich auf zum Theater und dann geht es mit dem Ausflugsbus nach Pompeji. Der Ausflug kostet 60 Euro, bevor ich es vergesse. Bis später. Ja, wir machen hier gerade eine Pause an einer Korallenfabrik. Die sorgt dann doch eher für Unmut bei den Mitfahrenden. Es ist übrigens ein deutscher Ausflug. Also wird in verschiedenen Bussen und in verschiedenen Sprachen durchgeführt. Ich bin im deutschen Bus natürlich. Und es sorgt ein bisschen für Unmut, denn wir haben gehofft, dass man hier ordentlich was sehen kann und alles. Und im Endeffekt will man nur verkaufen. Schade. Ja, wir sind da in der alten Stadt von Pompeji, die Stadt, die 79 nach Christus vom Vesuv vernichtet wurde. Heute sind 40 Hektar wieder freigesetzt worden. 20 Hektar sind immer noch begraben. Und das letzte, was ihr eben gesehen habt, war das ehemalige Theater, wovon es eigentlich zwei gab. Eine Küche, eins Küche. Das ehemalige McDonald's, sagt er. Fand ich gut, den Spruch. Der war so. Und das war einmal die ehemalige Therme. Verrückt, was die alles schon hatten. Da waren verschiedene Badehäuser gelegen. Ja, kommen wir weiter.
Und das ist eines der Badehäuser. So, damit ich gar nicht erst auf die Idee komme, das Freudenhaus zu kommentieren, gehe ich einfach weiter. Dann wollen wir uns doch mal eben den alten Hauptplatz anschauen. Follow every step, every road, every single trace. Analyzing. Try to figure out those lines up on your face. You're still a mystery, those secrets kept away from me. Das war's von mir aus Pompeji. Wir fahren jetzt zurück zum Schiff. Das war es auch schon wieder mit meinem Ausflug nach Pompeji. Hat gekostet. Hat man das gesehen? Ich hoffe nicht. Hat gekostet 60 Euro, war es auf jeden Fall wert. Die Werbeveranstaltung da am Anfang in der Korallenmanufaktur, weiß ich nicht, ob das sein muss, also irgendeiner wird davon wohl profitieren. Aber der Ausflug an sich, die Führung in der Stadt durch Antonio, den Reiseführer, alles super, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Preis war auch völlig in Ordnung. Kann ich jedem so empfehlen. Wenn ihr es macht, viel Spaß. Wir laufen jetzt aus, ihr schaut es euch an, ich auch. Dann Abendessen. Auf geht's. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be?
Maybe somewhere you think about me too. Ui, lecker Abendessen. Vorspeise hatte ich eine Suppe mit, war das toskanischer Art, mit Kichererbsen, Knoblauch, Kartoffeln, ja, und noch irgendwas. Auf jeden Fall eine leckere Suppe, die war richtig gut. Danach gab es Milchschwerkel mit Gemüse und Kartoffel. Also es war fertig und so, also das Fleisch war auch gut, aber es war ziemlich fettig, also es war stellenweise nicht ganz so mein Geschmack. Aber an sich das Essen wirklich wunderbar, nur dieses Ferkel war halt einfach nicht meins. Nachtisch, Eis und Sorbet. Erneut, das ist aber auch verdammt gut. So. Gerade bei dem Wetter mal eben abends noch ein Eis, ist schon ganz nett. Vielleicht beim nächsten Mal dann das Tiramisu, das können die Italiener ja auch. Naja, wie dem auch sei, heute Abend ist eine White Party. Zusätzlich spielen gerade Belgien und Japan und die rasten alle aus, weil Belgien irgendwie ausgeglichen hat nach Rückstand. Aber nebensächlich, wir schauen uns die Just White Party an oder White Party, ich weiß nicht genau, wie es hier genannt wird. Und ansonsten, ja, schauen wir uns noch ein bisschen um und haben ein bisschen Spaß. Poolparty ist immer noch voll am Laufen, ihr habt das selbst gesehen. Aber was mir aufgefallen ist, egal wo dieser DJ ist, da ist am meisten los. Der macht wirklich einen mega geilen Job. Der reißt die Leute mit, der bringt die zum Singen, bringt die zum Tanzen. Das ist der Wahnsinn, der Typ. Ja, ansonsten im Atrium ist ein bisschen was, in der Haven Lounge ein bisschen was. Aber die meisten zieht der Typ einfach an. Ist unglaublich. Auf jeden Fall cooler Abend. Wir haben jetzt vor kurz nach 12. Morgen früh geht es für mich auf den Ausflug Messina und Taormina, heißt das glaube ich genau. Ich bin gespannt, ich hoffe, das ist genauso gut organisiert wie der heute und da freue ich mich drauf und wir werden es sehen. Gute Nacht.
einen wunderschönen guten Morgen von Balkonien heute mal. Ja, wir haben in Messina angelegt. Pascal hat heute Morgen schon einen Rundgang gedreht. Ich habe etwas länger geschlafen, allerdings hatten wir um kurz vor 7 dann auch schon angelegt. Super. War jetzt eben duschen. Heute steht an der Ausflug Messina und Taormina. Kostet genau wie der gestern 59,90, also 60 Euro. Ja, geht in einer Stunde los. Ich gehe jetzt erstmal zum Frühstück und dann ist es eigentlich schon fast soweit. Ihr seid dabei. Viel Spaß. Ja, das war mein erster kurzer Rundgang durch Taormina. Und jetzt schauen wir uns doch einmal das alte römische Theater an. Viel Spaß! Ursprünglich war es ein Bau aus dem 3. Jahrhundert vor Christus von den Griechen, aber die Römer haben im 2. Jahrhundert vor Christus da noch ein größeres Theater drüber gebaut. Deswegen heißt es auch Teatro Greco, sprich griechisches Theater. War dann später aber wie gesagt ein römisches und das zweitgrößte römische in Sizilien. Das Theater kostet im Übrigen 6,50 Euro Eintritt. Ist natürlich beim Ausflug mit den Begriffen, müsst ihr nicht extra zahlen, ist ja logisch. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. Things we have to do can wait. We've got catching up to do. So, jetzt habe ich noch eine Stunde Freizeit. Im Übrigen, dieser Berg aus dem Nebel rauskommt, der da so unscheinbar hinten in der Ecke zu sehen ist hin und wieder. Das ist der Ätna. Also kein netter Berg.
Achso, ja, wegen Stunde Freizeit. Wir gehen jetzt nochmal runter, ich filme euch noch ein paar Sachen. Dann geht's schon zurück zum Treffpunkt. Ob der Ausflug dann vorbei ist, weiß ich gar nicht. Ich habe den gestern spontan gebucht. Und der heißt eigentlich Taormina und Messina. Also eigentlich müsste ja noch was kommen. Ich bin gespannt. Auf geht's. We'll take a long walk till we start to freeze here in small talk over the summer breeze out of safe songs, finding hidden caves, all the wet stones shaped by the ocean. Eigentlich haben wir noch 20 Minuten, aber ich bin jetzt schon mal hier zurück zum Treffpunkt und setze mich jetzt mal eben in den Schatten. Also das ist wirklich extrem heiß heute, bestimmt Mitte 30 Grad, irgendwie 35, 36, irgendwie sowas in der Sonne. Ja, erstmal Feierabend. Mal schauen, ob es noch nach Messina geht, laut Ausflugsname eigentlich schon. Ich bin gespannt, aber erstmal geht es wieder in den Bus. So, jetzt kommt die zweite Stadt dran. Wir sind in Messina und machen hier 2, 3 Stops an Highlights und haben dann die Möglichkeit zu fotografieren und filmen. Das werde ich jetzt mal machen. Ich finde mich jetzt hier, da hinten, vor dem zweiten und letzten Stop in Messina. Ja, ich dachte, es gibt mehr, ich habe das wohl falsch verstanden. Auf jeden Fall, der wurde 1197 geweiht. Wurde diverse Male durch Erdbeben und Krieg beschädigt und im Anschluss dann aber auch wieder repariert. Der sieht von außen schon mal richtig gut aus, dann wollen wir mal schauen, was er von innen so her macht. Wow, allein das Hauptschiff, was ihr gerade gesehen habt, hat unfassbar 92 Meter in der Länge. Das ist ein riesen Teil. Was ich hier besonders gut finde, ist, dass man hier nicht großartig auf bunte Verzierungen alles gesetzt hat, sondern die Wände mit Statuen von Heiligen geschmückt hat. Das sieht echt gut aus. Die macht richtig was her. Und das war's dann auch schon wieder von mir hier an Land. Kathedrale mit dem unaussprechbaren Namen, ich schreibe ihn euch in den Reisebericht. War noch mal ein kleines Highlight am Ende. Also der Ausflug hat gekostet 59,90. Was haben wir bekommen?
Wir sind nach Taormina gefahren, haben uns die Stadt angeschaut, war wirklich wunderschön da. Nicht sonderlich viele Sehenswürdigkeiten, aber das römische Theater war ein richtiger Hingucker und ansonsten war die Stadt wirklich schön mit ihren geschmückten kleinen Gassen. Das war wirklich romantisch, war schön, toller Ausflug. Messina fand ich kam ein bisschen zu kurz mit den beiden Stops, dennoch die Aussichtsplattform, die hat eine super Aussicht geboten. Hier der Dom, auch super. Lohnt sich auf jeden Fall, würde ich wieder machen, ist sein Geld auf jeden Fall wert. 6 Stunden dauert er an und ich, ja, ach so, ja, zum Reiseführer. Er spricht zwar Deutsch, aber nur eher gebrochen, also da sollte man sich nicht unbedingt zu viel erhoffen. Da muss man allerdings auch Glück haben oder Pech haben in meinem Fall. Ja, das war's von mir, wir gehen zurück zum Schiff, bis später. Mensch, da ist sie jetzt wieder. Ich gehe jetzt hoch, erstmal eine Abkühlung und dann schauen wir weiter. Ja, da hat mich das WM-Spiel doch abgelenkt. Auf zum Auslaufen. Wir sehen uns zum Abendessen wieder. Viel Spaß. I go anywhere, anywhere with you, cause you feel my mind, or you feel my mind. We could build a dream, start up something new, let the old be dead, let the shadows be my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is so, das war's für heute. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Nein, Spaß. Es war jetzt erstmal das Abendessen. Also es gab eine Langustencremesuppe, die war echt, die war Hammer, die war super. Habe ich noch nie gegessen. Danach Rinderfilet mit Brokkoli und was war da noch dabei? Blätterteig, genau. War auch super, ich mag Blätterteig nicht so, der ist irgendwie so merkwürdig zu essen, aber war super, hat gut geschmeckt. Und zum Abschluss ein Lemon Delight. Das war der Wahnsinn, hat richtig gut geschmeckt. Aber dennoch, jetzt geht's ans Abendprogramm. Heute Abend ist wieder eine große Party im Atrium. Da ist wieder der DJ, der sie irgendwie alle am Start hat. Aber erstmal zeige ich euch den Ätna nochmal. Danach Abendprogramm. Denn der lächelt mich gerade so schön an da hinten. Viel Spaß. Ja, also ganz so viel ist an Bord ja noch nicht los. Also bisschen hier, bisschen da, ganz viel Fußball und dann ist unten noch die Veranstaltung mit dem Kapitän, dass man da sein Foto machen kann. Ein bisschen Musik im Atrium, die Party läuft noch nicht. Ich würde sagen, dann warten wir doch einfach noch eine halbe Stunde, dann fängt nämlich die Show an, Animals, und dann schauen wir da einmal rein. Viel Spaß.
so irgendwie ist das total, das ist schon krank, was sie da machen. Aber richtig gut und so. Hat Spaß gemacht zuzuschauen, das war die Show Animals. War auch richtig gut, das Entertainment hier an Bord, das ist der Wahnsinn, die machen einen mega Job. Ist schon fantastisch, da muss man erstmal rankommen. Aber es geht jetzt noch weiter, jetzt gibt es Party. Ich sag schon mal gute Nacht, verabschiede mich mit den Bildern. Bis morgen. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special.
aus Valletta. Ja, die Hafeneinfahrt war doch schon mal ganz schön. Danach hat nur leider ein bisschen zu viel Industrie gewartet. Aber gut, ich werde jetzt duschen, frühstücken, scharf werden und dann geht es auf den Hop-on, Hop-off-Bus. So, jetzt aber ab zum Hop-on, Hop-off-Bus. Der wird auch von MSC angeboten, kostet 20 Euro. Zwei verschiedene Linien. Auf geht's. Ich bin schon wieder raus. Liegt ganz einfach daran, dass wenn ihr mit der roten Linie fahren wollt, müsst ihr erstmal mit der gelben Linie nach Valletta reinfahren und dann auf die rote Linie wechseln. Auf geht's! Even if I told you I could never let you go, I'm not so sure you believe me. But if I mean to show you, I will never let you go. No. You don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Ich bin jetzt mal an der dritten Station einfach mal ausgestiegen. Oh Gott, meine Haare, ist schon sehr windig. Bin an der dritten Station einfach mal ausgestiegen. Das ist hier die Vittoriosa Waterfront. Hier haben wir einen kleinen Hafen, viele Boote, ein paar schöne Gebäude. Das schauen wir uns mal an. I am open for business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. Yeah, baby, there's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the booze. This is every part of me and everything I do. Wir befinden uns jetzt einmal vor dem Maritimen Museum Maltas. Und das wurde bereits im 17. Jahrhundert gegründet. Könnt ihr auch reingehen, Eintritt, oh, lass mich lügen, 5 Euro Erwachsener, 3,50 Euro Kinder. Aber ich will ja noch mehr von Malta sehen und ich bin am Museum nicht immer ganz interessiert, wenn es dann doch so viel mehr zu entdecken gibt. Also wie gesagt, ich zeige es euch einmal, wenn ihr wollt, könnt ihr hingehen. 5 Euro Erwachsener, 3,50 Euro Kind, viel Spaß. If it's the money part you dig in me, I will take to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. Ah, so langsam kommen wir zu den großen und teuren Yachten. Die machen schon echt was her, aber mein Schiff ist größer. Da passen auch mehr Leute drauf. 5700. Ja, so ist das. I kinda like what we're doing.
my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging. Ja Mensch, der erste Eindruck ist doch schon mal echt gut. Also Malta ist wirklich eine wunderschöne Insel. Aber ich habe jetzt genug Yachthafen und genug Gasse um den Yachthafen und gehe jetzt zurück zum Busstopp und warte, bis der Hop on Hop off wiederkommt. Wir sind jetzt einmal von Valletta durch Zeytun gefahren und sind jetzt in Marsaschlok. Das ist ein kleines Fischerdörfchen, das schauen wir uns doch mal an. Sieht ganz nett aus auf jeden Fall. Hier haben wir schon mal eine kleine Besonderheit des Ortes, nämlich wird hier jeden Tag von Montag bis Samstag ein Markt abgehalten, auf dem Gemüse, Klamotten und ähnliches gekauft werden kann. Am Sonntag fungiert dieser Platz dann als Fischmarkt. Bevor wir weiter auf den Markt gehen und uns den Hafen auch anschauen, habe ich hier noch eine kleine schöne Sehenswürdigkeit gefunden, und zwar die Kirche, die Kathedrale von Marsaschlok. Die wurde gebaut 1890 im Stile des Barock. Schauen wir uns an, danach geht's weiter. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? Before I'm too invested, we should take it easy. Maybe we could test this. Das war's auch schon wieder aus Marsaschlok. Es geht weiter. Take me for granted. Will you let me down?
I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Ich bin hier am absoluten Highlight meiner Reise angekommen. Das ist unglaublich. Ich bin hier ausgestiegen, weil der Name der Haltestelle echt genial klang. Und jetzt guckt euch das an. Die blaue Grotte, ein Traum. Das sieht mega Ausblick. Leider kriegt man das nie so auf die Kamera, wie man es real sieht. Wenn ihr mit dem Hop-on-Hop-off unterwegs seid, unbedingt hierher auf jeden Fall. Man kann sogar Bootstouren in die Grotten reinmachen. Das ist mega geil. Ich weiß jetzt nur nicht wo und ich weiß auch nicht, was es kostet. Und ich habe eigentlich auch keine Zeit dafür. Leider. Und ihr genießt jetzt einfach nochmal den Ausblick, bevor es weitergeht. Viel Spaß. Aber um die Haltestelle noch zu vervollständigen, haben wir hier hinter mir, seht ihr ihn, einen alten Wachturm aus dem Mittelalter. Von dem wurde immer geschossen, um die anderen Städte zu warnen, wenn es Angriffe gab. Und da hinten haben wir eine Insel mit einem sehr schwierigen Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Sieht aber auf jeden Fall nett aus. Wenn das eine einsame Insel ist, dann ziehe ich da hin, aber alleine. Dann läuft das, dann habe ich meine Ruhe. Wow, der Wahnsinn. To have found someone who is just as crazy as me, or is it just in my mind? Yet too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Night, like you did last night. Screaming out for you. I want you here with me so that everything will be as good as they were last night. Wow. Wow, ich bin jetzt oben auf dem Turm. Ihr müsst extrem vorsichtig sein. Also der Gang ist total schmal. Ich habe da eigentlich nicht durchgepasst. Ich habe mich da irgendwie durchgezogen. Und habe mir dabei dreimal den Kopf angehauen. Die Decke ist vielleicht 1,70 Meter hoch, wenn es hochkommt. Also große Menschen, menschenbreite Menschen. Wird schwer. Aber die Aussicht ist genial. Genießt sie. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber der Hop-on-Hop-off-Bus wird in diesem Fall durch MSC Kreuzfahrten angeboten. Das verläuft ähnlich wie bei dem Bus in Marseille am Samstag. Ihr bekommt am Vortag einen Zettel auf die Kabine, könnt ihr einfach unterschreiben, das Ticket am Bus abgeben, dann könnt ihr fahren, bekommt ihr hier noch dieses rote Armband und dann klappt das. Erwachsene waren 20 Euro, Kinder 13 Euro. Die Aussichten,
die Orte, die Städte, die ihr geboten bekommt, unbezahlbar. Oh. Machen wir mal weiter. Und zur Vervollständigung, der Turm heißt Toritatsutu, wurde 1637 als Wehrturm gebaut. Ich habe mich hier einmal hochgekämpft. Da hochgekämpft. Und das alles nur, um euch einmal noch die richtige Grotte zu zeigen, um die es hier hauptsächlich geht. Und gleich sind wir auch schon da. Schaut sie euch an. Viel Spaß. Und wenn ihr hier eine Pfütze findet, Hautfarben, dann bin ich das. Bitte nicht drauf treten. Danke. So, also jetzt kann ich glücklich und zufrieden zurück zum Schiff. Ich laufe jetzt wieder runter zu den Hop-On, Hop-Off-Bussen. Und da wir aber schon 13.30 Uhr haben und wir in 3 Stunden zurück sein müssen und der Bus noch etwa 1,5 Stunden braucht, wird alles ein bisschen eng. Ich weiß nicht, wann der nächste kommt, weil einer ist gerade an mir vorbeigefahren, den verpasse ich. Und dann werde ich auch nicht mehr aussteigen. Also ich werde euch natürlich weiter dabei haben, filmen, fotografieren. Aber an sich war es das mit dem Ausflug. Es war wirklich ein wunderschöner Ausflug. Ich kann das jedem empfehlen, hier mit dem Hop-On, Hop-Off, Hop-Off Bus zu fahren. Rote Linie, ein absoluter Traum. Ihr könnt natürlich auch an anderen Stellen aussteigen oder früher losfahren, länger bleiben, wie auch immer. Könnt ihr noch mehr sehen. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die 20 Euro, das war, also dafür ist das echt ein Witz. Und ja, ein absolutes Highlight am Ende der Kreuzfahrt. Morgen haben wir Seetag. Übermorgen geht's nach Hause von Barcelona. Das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zum Schiff.
Ja, da ist sie wieder. Ich werde jetzt auch wieder drauf gehen und dann war es das endgültig von mir hier von Malta, aus Malta. Das war ein schöner Tag, war ein schöner Ausflug mit dem Hop-Off-Bus. Ich habe auch vieles verpasst. Also es gibt noch Tropfsteinhöhlen zu besichtigen, antike Tempel. Oh, was gab es denn da noch? Ich weiß es gar nicht mehr, was da noch war. Auf jeden Fall gab es noch einiges zu besichtigen, was ich einfach nicht geschafft habe zeitlich. Wir haben jetzt schon 4 Uhr. In einer halben Stunde müssen wir an Bord sein. Also beim nächsten Mal mehr Zeit. Vielleicht nicht um 9 runtergehen, sondern um 7 nach dem Anlegen direkt. Ja, zu Malta gibt es dann halt noch zu sagen. Die Bauten sehen alle deswegen gleich aus, weil die Malteser vor allem einen Rohstoff haben. Das ist Stein. Und deshalb besteht hier vieles noch aus dem prähistorischen Sandstein. Damit bauen die seit jeher. Sieht aber auch echt gut aus. Und so wie die Autos hier aussehen, ich habe ja beim Berlin-Vlog gesagt, Mensch, so wie die Spanier mit ihren Autos umgehen, könnte ich Spanier sein. Ich könnte aber auch Malteser sein. Und ich glaube, ich wäre dann lieber Malteser, so wie es hier aussieht. Also es gefällt mir echt gut. Ich hoffe, ich komme nochmal wieder. Und dann gehe ich jetzt an Bord, lade die Akkus, denn der blinkt auch schon, beide leer. Und dann sehen wir uns später wieder. Auf Wiedersehen, schöne Insel Malta. Hier kommt das Auslaufen und danach die Schneeparty. Viel Spaß. Naja gut, es war jetzt mehr Schaum als Schnee, aber trotzdem cool, dass man sowas macht. Wir sehen uns dann zum Abendessen gleich wieder. Bis später.
auf zum Abendessen. Heute gibt es was besonders Leckeres, denn für mich geht es zu Roy Yamaguchis Teppanyaki. Ja, was soll ich sagen? Unterhaltsam und lecker war es beim Teppanyaki. 39 Euro hat das Menü gekostet, das ich hatte. Das war durchaus in Ordnung dafür auf jeden Fall. Gut, es gab zwei, drei Beilagen, die habe ich lieber nicht angerührt, weil das einfach nicht so mein Ding war. Aber im Großen und Ganzen war es lecker und unterhaltsam. Ihr habt es ja auch gesehen. Ja, einziges Problem, wir haben um 8 angefangen, sind jetzt fertig und es ist kurz vor 10:30. Also muss ich mal schauen, was noch so geht. Ich denke, ich schaue noch mal ins Theater rein und dann wird es ja irgendwo eine Party. Deswegen
machen wir es wieder so. Ich verabschiede mich jetzt mit diesen Bildern. Gute Nacht und bis morgen. Morgen von der MSC Seaview. Ja, es ist jetzt 7:45. Pascal hat eben schon den 400. Rundgang gedreht. Ne, ich glaube, das war der dritte. Langt dann auch. Ja, Tomatengesicht ist jetzt auch endlich aufgestanden. War gestern aber auch einfach viel zu viel Sonne. Also ich habe einmal vergessen, mich einzucremen. Dann irgendwie 6 Stunden in der Sonne, gerade auf dem Hop-on-Hop-off-Bus. Ja, war ein bisschen viel, aber ist okay. Wir gehen jetzt gleich erstmal zum Frühstück. Wir haben heute Seetag und da werde ich nicht an Land gehen. Sinnvoll. Aber was steht an? Wir machen heute ganz viel Bordleben. Und nachher werde ich auf jeden Fall noch auf den Formel 1 Simulator gehen. Und ansonsten lassen wir den Tag einfach mal auf uns zukommen. Also, jetzt Frühstück. Wir sehen uns später. I've been feeling too small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself or be someone else. Down, feel alive when I'm in this town.
heute Morgen war doch schon einiges los, habt ihr gesehen. Jetzt gerade ist ein kleines Loch, weil Mittagessenszeit. Und ja, schauen wir mal, was am Nachmittag so passiert. Wird bestimmt noch besser, denke ich. Auf jeden Fall. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't want to be trapped in a box, trying to be like the rest, but I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you. Ja, da hat sich das Ganze ein bisschen verlaufen. Viele lagen auf dem Pooldeck, es war nicht allzu viel los. Wenig Musik, oben wird gerade Bingo gespielt und ich werde mich jetzt erstmal stärken und dann geht es auf den Formel 1 Simulator. Ich bin gespannt, ob das cool ist. Ich denke schon, sieht auf jeden Fall gut aus, die Leute haben Spaß und dann probiere ich das auch mal aus. Das wird bestimmt gut. Erstmal essen, dann Simulator. Viel Spaß. Alles klar, doch kein Simulator für mich. So zum Tipp, mach das nicht am Seetag, da ist voll. Eigentlich auf so ein Coverkonzert oder sowas gehofft, aber nein, es wurde wirklich ein Konzert gespielt auf der Leinwand. Aber der kleine Junge ist bei dem Song abgegangen. Dann sehen wir uns zum Abendessen wieder. Bis gleich. So, das war einmal zur Vorspeise eine Rinderkraftbrühe. War lecker. Hauptspeise Risotto. Mit Steinpilzen war auch super. Nachspeise, das war ein Kokosnusspudding. Der war schrecklich. Also der hat mir nicht geschmeckt, den fand ich nicht gut. Ist aber Geschmackssache. Ja, heute Abend, wir schauen jetzt erstmal nicht hoch rein und dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, heute gibt es gar keine große Party. Dann schauen wir uns da einfach nochmal um. Das Theater ist am Überlaufen, also doch. Später die Show, erstmal umschauen. Thank you.
Ja, was soll ich sagen? Damit ist die Reise dann auch schon wieder beendet. Wir machen jetzt eben mal das Fazit. Also, es ist so, ich bin mit sehr, sehr großen Erwartungen an MSC Kreuzfahrten und an das neueste Schiff, die MSC Seaview, herangegangen. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht. Also, so, es waren wirklich riesige Erwartungen. Ich kann sagen, so 85-90% davon wurden erfüllt. Das ist weit über dem Soll. Und ja, wir fangen mal an. Also das Essen war 1A, egal wo, im Hauptrestaurant, Bedienrestaurant oder beim Buffet. Das war der Hammer, das war der Wahnsinn. Gerade die italienischen Spezialitäten, das war kaum zu toppen. Da waren ab und an waren Sachen dabei, gut, die schmecken mir nicht. Das ist dann Geschmackssache. Das Entertainment. Wunderbar. Also die Animateure, die haben im Atrium, in den Lounges, in allem, die haben Vollgas gegeben, die haben die Leute animiert, gerade oben auf dem Pooldeck. Der eine DJ, der kräftigere mit wenig Haaren, der hat Party gemacht, der hat Stimmung gemacht, der hatte die Leute in der Hand, das war erstklassig. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, was mich gestört hat, war im Endeffekt die Einschiffung. Einschiffung in wirklich jedem Hafen, darunter leidet die Atmosphäre wirklich, und gerade für Alleinreisende ist es schwierig, weil dann kommt man gerade mit Leuten ins Gespräch und die gehen am nächsten Tag dann schon wieder von Bord. Das ist für die Atmosphäre, ist es ein bisschen schwierig, deswegen würde ich es für Alleinreisende nicht empfehlen, dafür aber für Familien auf jeden Fall, denn das Unterhaltungsprogramm ist so weitläufig, gerade die Arcade Games und die Poolbereiche, dieser Spielspaß, Adventure-Dschungel da, ist für Kinder, Familien, ist natürlich super geeignet, besser geht nicht. Und ja, die Shows, die waren auch richtig gut, das konnte man auf jeden Fall anschauen, hat Spaß gemacht. Ich weiß bis heute nicht, wie groß das Team ist, ich glaube, das sind gefühlt jeden Abend 100 neue Leute gewesen, die da die Shows gemacht haben. Ja, waren auch immer super, also ihr habt es selbst gesehen, die waren gut. Und ich glaube, dann haben wir auch schon alles. Ja, nee, also zur Optik des Schiffs. Ich habe ja im Reisebericht auch geschrieben, dass ich die vom Heck, der Reisebericht kommt in den, ja, kommt unten rein, habe ich ja gesagt, dass das Heck jetzt nicht so hübsch ist, weil das eher nach Baukasten aussieht. Aber dass ich glaube, dass die Funktionalität dafür in den Vordergrund kommt. Und ja, das ist so. Also der Poolbereich unten ist gigantisch. Ihr seid richtig nah am Meer dafür, an den Stellen, an Bord, an der Waterfront auch. Seid ihr richtig nah am Meer. Die Infinity-Brücken, die sind der Wahnsinn. Und ja, es hat. Aber ich finde, also ich habe das Schiff jetzt mehrmals von außen auf live gesehen und es hat was. Also es hat was von hinten. Und ja, das Schiff ist ein bisschen verwinkelt, ab und an verläuft man sich da, da muss man sich da ein bisschen dran gewöhnen, aber sonst war alles meinen Erwartungen entsprechend. Wie gesagt, so 85-90%, ich setze da die Latte mal ein bisschen sehr hoch. Und rundum zufrieden. Wen ich hervorheben muss, ist auch der DJ wirklich, ich glaube, ich habe es schon gesagt, der lokale mit kräftigere, der hat die Leute im Griff gehabt. Das war super, der hat die Partys gemacht, da war immer am meisten Stimmung, das war der Wahnsinn. Die Dame eben am Piano, die hat eine Stimme, das ist verrückt. Also muss man sich auf jeden Fall anhören. Ich kann die Reise auf jeden Fall weiterempfehlen, auch so wie ich sie gemacht habe. Die Ausflüge waren super, das waren fantastische Ausflüge. Auch der Hop-on-Hop-off in Malta, das war ein absolutes Highlight. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so schön da wäre. Da muss ich auf jeden Fall nochmal hin, weil die Insel, ich bin vielleicht die halbe Insel abgefahren, wenn es hochkommt, aber oftmals nur mit dem Bus. Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit. Und ja, abschließend würde ich behaupten, wir lassen die Vlog-Serie mit dem Einlaufen in Barcelona enden. Den Flug müsst ihr jetzt nicht unbedingt alles noch mitbekommen, ich muss euch auch nicht mehr voll labern. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Also, Ohren steif halten. Bis dann. Tschüss. So strong.